Mahlzeit, moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Hobo Tough Life hier auf dem Kanal Gibison. Wobei ist das eigentlich keine ganz normale Folge, weil es wurde sich oft in den Kommentaren gewünscht und ja, wir sind mittlerweile bei Folge 100 angelangt und ich habe das mal grob überschlagen. Wenn ihr seit Anfang an dabei seid, dann seid ihr so ungefähr seit 55 Stunden mit mir hier dabei. Und ja, das ist einfach der Wahnsinn und da möchte ich mich als allererstes natürlich mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr einfach immer dabei seid, wenn die Folgen hochgeladen werden, Kommentare hinterlasst und so viel supportet und ja, das ist eigentlich unbezahlbar im Grunde genommen und ich freue mich einfach, dass ihr mit mir dieses Spiel zelebriert und ja, deswegen habe ich mir überlegt, diese Folge wird ein bisschen länger gehen. So roundabout um die 2 Stunden und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich denke, wir sind ja auch schon bei wir sind ja auch schon bei Tag 28 oder 29. Ich denke, wir werden zusammen den Frühling hier wieder einläuten, also mit anderen Worten die Season 3. Zur Auffrischung, wir wollen hier natürlich der Bettlerkönig werden, das ist das Hauptziel natürlich in dem Spiel für uns. Und uns fehlen, glaube ich, noch 2 oder 3 Stimmen. Und von daher bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir da vorankommen. Wir stehen gerade vor Ferenc und ja, er hat für uns giftigen Alkohol angerührt, den wir an die Saufbrüder am Bahnhof verteilt haben, weil crazy diese Leute gestört haben. Und ja, der König der Saufbrüder hat davon Wind bekommen und hat jetzt Ferenc im Visier und Ferenc weiß natürlich, dass wir das in Auftrag gegeben haben. Und die Frage ist, werden wir jetzt in dieses Special mit einer riesen Standpauke von Ferenc starten? Wir werden es erleben, meine Lieben. Oh wei, alter Schwede. Ach du Scheiße, ist das kalt hier. Es zieht total rein, es ist eiskalt, minus 24 Grad, alter Schwede. Da sitzt Ferenc auf seinem Thron und wir fragen ihn natürlich sofort mal. Hi Ferenc. Er möchte nicht mit uns reden. Ja. Kandidieren möchte er auch nicht. Ja. Also, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, der hält uns jetzt eine Standpauke. Wie in der letzten Folge angeteasert. Gut, das ist ja schon mal sehr erfreulich. Und falls ihr euch fragt, meine andere Mütze ist in der Wäsche, deswegen ein fröhliches Grau. Ja, Mensch, es geht uns eigentlich sehr gut. Schön warm ist uns, wir haben einiges an Alkohol eingesammelt. Was uns natürlich diverse Vorteile verschaffen würde. Wir schauen mal ganz kurz in den Quest-Log. Wir müssen Schreine beseitigen und ich weiß... Ich weiß, dass dort hinten unter dieser Brücke ein Drogenlabor ist und dort in der Ecke versteckt sich auch noch ein Schrein, den wir, glaube ich, noch nicht zerstört haben. Ne, wir haben da so eine Quest, da müssen wir satanistische Schreine zerstören, um die Gruppierung zu schwächen. Einer ist da, einer in der Kanalisation. Ich glaube, dann fehlt uns auch nur noch einer oder zwei. Da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt so schnell ausfindig machen. Die sind meistens sehr gut versteckt. So, wir schauen mal. Wir haben Weihwasser dabei. Momentchen. Haben wir unseren Schal an? Ja. Natürlich. So eiskalt, wie das ist. Ach du grüne Neune. Der Wind, der pfeift auch unheimlich laut hier in meine Ohren rein. So. Das hier nochmal eben mitgenommen. Das sieht auch aus wie so eine Geisterstadt irgendwie, ne? Kommt dem Ganzen schon sehr nah. Hier ist das Drogenlabor. Hallo? Da sitzt Mickey und ihm geht es gut. Wo war denn der Schrein nochmal? Der war doch hier irgendwo, genau. Genau, die müssen wir zerstören. So, einen weiteren weiß ich noch. Einen weiteren weiß ich noch.
Und der befindet sich in der Kanalisation, wo wir sowieso seit Folgen rein wollten. Oh ja, das sind ja ganz nützliche Sachen hier. So, wir nehmen mal den Weg hier und machen dann einen kleinen Zwischenstopp. Im Vor, würde ich sagen, um uns kurz aufzuwärmen. Wir müssen natürlich Brennmaterial sparen, da es so unglaublich kalt ist. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Wir nehmen mal den Essensgutschein. Ich weiß zwar nicht, wo wir den einlösen können, aber nice to have auf jeden Fall. So. Er gönnt sogar eine Flasche Rum. Er weiß einfach, was wir brauchen. Ach ja. Der deutsche Rentensimulator. So, hallo Toni, lässt du mich rein? Aber sicher doch. So, hier ist das Feuer. Ach Gottchen, kurz aufwärmen. Ja, wunderbar, wir haben auch mega viel Geld an sich. Ich denke mal, das können wir noch ausbauen. Könnte sein, dass wir es sogar schaffen, uns ein vernünftiges Kleidungsstück zu organisieren. Ja, Tag 28. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, müsste bald ein Riesensturm über uns hereinbrechen, der uns daran hindert, Geschäfte zu benutzen. Aber wir sind eigentlich gut aufgestellt. Hier geht auch nur ein, zwei Tage oder so der Sturm. Da haben wir gar keine Probleme. So, wir gehen zu unserer Base, weil dort der Eingang ist. In die Unterwelt. So, Abkürzung. Gut. So, und rein da. Ja. Oh wei. Schon leicht gruselig, wenn man den Wind von oben hört. Und hier in so einem engen, nasskalten Gemäuer umherirrt. Das hat schon was. Eieieiei. Ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie es hier drin riecht. Ja, wo mag denn der Schrein sein? Das ist jetzt die Frage. Wir gehen erstmal zum Ghoul, der uns auch mal fast umgebracht hätte. Uns zu Gulasch verarbeitet hätte. Ich habe da ein paar Hühnerknochen für dich. So, wir haben 27 Stück. Wir geben ihm 5. Oh nice, er gibt uns PC-Bauteile, einiges. Wir farmen mal ein bisschen. Schönen Schmuck und Stoff. Gewürze. Eine Sportjacke und einen Poncho. Ja, wir haben da auch ganz gut Vertrauen bei ihm, aber ich weiß nicht, ob wir von ihm was lernen können oder wollen. So. Oh, eine neue Stufe im Mülltauchen. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir könnten die großen Container gefahrlos looten, ohne uns die Finger schmutzig zu machen. Und das ist schon einiges wert. Ja, jetzt habe ich reingefasst. Jetzt können wir auch alles mitnehmen. Im Hinterkopf überlege ich die ganze Zeit, wo könnte der Schrein hier versteckt sein. So, Taschenlampe war auch mal heller, oder meine ich das nur? So, ja, in erster Linie Baumaterialien, die wir natürlich auch in unsere Base stecken wollen. Hier ist der Ausgang. Hier ist weiter nichts. Nicht, dass ich den Schrein jetzt hier irgendwie übersehe.
Nö, also hier in diesem Raum ist er auf jeden Fall nicht. Vielleicht geht's ja hier irgendwo noch weiter. Hier ist der Ausgang. Und hier waren wir noch nicht. Ja, hier sehen wir das Ganze nochmal von oben. Gibt ja nichts Schlimmeres, als da reinzulaufen, ne? Morgens oder so, und dann hast du am besten noch so eine kleine winzige Spinne in den Haaren. Wunderschön. Hier sind wir. Unterhalb vom Stinkloch. Auch schön, wie hier so ein leichter Nebel in der Luft hängt. Ganz sympathisch. Hier scheint auch nichts zu sein. Da! Hier ist er. Wir haben ihn gefunden, meine Lieben. So, 4 von 5. Es fehlt einer. Ein Schrein noch. Und ich meine, der ist irgendwo ganz in der Nähe der Drogenhöhle. So, hier sind wir rausgekommen. Die Kenner wissen natürlich, wir sind in der Nähe vom Baron. Bei dem wir es uns, ja, ich sag mal, leicht verscherzt haben. Oh, Bretter, die wir nicht mal stehlen müssen. Was ist das denn für ein Luxus hier? Ja, ich habe schon überlegt, wir haben noch ein paar Blumen. So ein paar Nelken haben wir noch im Inventar. Vielleicht können wir dem Baron einfach eine Nelke geben. Oh, er hat uns wieder lieb. Meint ihr, das funktioniert? So. Noch ein bisschen Geld eintreiben. Sehr schön. Und ein Rubel los. Wunderbar. Wir steuern auf T15 zu. Müssen uns allerdings eben kurz aufwärmen. Der Tag bricht an. Sehr gut. Was für eine finstere, bedrohliche... Was für ein finsteres, bedrohliches Ambiente diese Stadt doch manchmal haben kann. Mit dieser Musikuntermalung auch noch. Also. Bis jetzt haben wir 4 Stimmen. Wir brauchen 6, also noch 2. Ja, 6, 2 Stimmen noch. Von Seki die Stimme könnten wir bekommen. Könnten wir auf jeden Fall bekommen. Wir stehen gut da bei ihm. Bei Mäuser und Bruno sieht es nicht so gut aus mit unseren Punkten. Wir werden mal versuchen, von Seki und Ferenc die Stimme zu bekommen. Das werden wir mal versuchen. Ja, es geht uns noch ganz gut. Wir müssten mal was essen. Machen wir auch jetzt. So, hauen wir uns nochmal... was hauen wir uns denn rein? Oh, erstmal ein paar Zitronen. Für unsere Gesundheit. Ja, hier. So eine schmierige Pastete. Mit Brötchen. So, die Sättigung ist bei 99. Und, ja. Oh, 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 ne. Dem wollen wir jetzt nicht unbedingt über den Weg laufen. Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Du hast Feierabend. Gut, wir gehen mal kurz zur Charity. Die Blase entleeren. So, ich würde gerne auf die Toilette. Ich habe aber leider kein Geld. Wie man sehen kann. Obwohl ich schon schief sitze, weil das Portemonnaie so dick ist, aber... und ich hätte gerne etwas kostenlos. Etwas zu essen wäre super. Wie sieht's mit unserer Wäsche aus? Riecht die schon? Ein bisschen. Ein bisschen. Aber für 50 Kronen lassen wir das gerne mal alles waschen. Gut. Seki und Ferenc. Ferenc war nicht sehr gesprächsbereit. Wir machen uns mal auf den Weg zu Seki. Und ich denke... Ich vermute stark, wir müssen beim Kardinal die Quest annehmen,
dass wir einen ganzen Tag betrunken rumlaufen. Und das wird nicht so leicht, denke ich. Weil wir kriegen dann sofort Alkoholabhängigkeit reingedrückt. Herr Letzter, wo war's? Ja, hier ist sowieso immer der gleiche Plunder. Und die Hamster. Ja. Aber ich fände das eigentlich ganz lustig. Als kleine Challenge. Hier einfach mal den ganzen Tag betrunken rumzulaufen. Doshi, danke, Ray. Und wir brauchen dafür Kombucha. Möchte ich meinen. Wir nehmen mal für 400. Dann brauchen wir unbedingt ein paar Verbandskästen. Ich nehme 5. Dann brauchen wir Zitronen. 20. Kaffee ist auch mal eine gute Sache. 10 Stück. Ja, was machen wir jetzt mit dem Rest? Das ist die Frage. Ich denke, so ein paar Antibiotika sind nicht schlecht. Aber wir werden uns gleich so abschießen. Wir werden uns gleich komplett abschießen. So, nochmal ein Brot. Den Rest sollten wir eigentlich haben. Gut, auf zum Bahnhof. Der Bahnhof. Oh, Rei. Was tun wir uns hier an? Was tun wir uns hier an? Aber gut, ich glaube, das ist auch die schwierigste Quest, die der Kardinal für uns hat. Gleichzeitig denke ich aber auch, wie schlimm soll es noch werden? Wir haben für Mäuser in der Drogenhülle neue Drogen ausprobiert. Und das war die schwierigste Quest im Spiel. Fand ich bis jetzt, also da wären wir fast draufgegangen bei. Ach, ihr seht es, wir haben schon wieder über 100 Kronen. Das geht doch sowas von schnell hier. Ja gut. Da habe ich jetzt ein bisschen reingeschissen. So. Gut, selber stand wie gerade, trotzdem geschafft. So, wir sind bei 200. Wir sind eigentlich recht gut vorbereitet, finde ich. So. Danke sehr. Der nette Herr hat uns noch ein Bier spendiert. Ja, was werden wir denn hier stockbesoffen machen die ganze Zeit? Weil wir kommen in Läden nicht rein, deswegen war ich gerade einkaufen. Wir könnten theoretisch ganz viel betteln gehen. Kardinal, wie wird man... Können wir noch was lernen? Ne, können wir nicht. Wie wird man ein angesehener Saufbruder? Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst nur die Herausforderung annehmen. Und die wäre, du musst einen ganzen Tag lang betrunken sein. 24 Stunden hackedicht. Nicht eine Sekunde nüchtern. Das klingt einfach, ich bin dabei. Deine Entschlossenheit gefällt mir. Möge die Herausforderung beginnen. Alkohol Max. Das ist die richtige Einstellung. Gut. Sinkt unser Alkoholpegel jetzt, oder wie ist es? Also wir müssen betrunken sein. Wir müssen betrunken sein, hat er gesagt. Regeneriert sich unsere Ausdauer denn noch? Ja, tut sie. Wir können fröhlich hier durch die Weltgeschichte rennen. Das ist gar kein Problem. Meine Frage wäre jetzt, müssen wir die ganze Zeit Alkohol nachkippen, damit wir unseren Pegel halten? Gehe ich mal von aus, oder? Da gehe ich jetzt mal stark von aus. Okay, die Leute, die haben alle gar keinen Bock auf uns. Verstehe ich gar nicht. Wer wird denn nicht gerne von einem betrunkenen Obdachlosen am Hauptbahnhof angesprochen?
Meine Güte, wir müssen den Bus nehmen. Wir sind unendlich langsam. Gibt es hier die Möglichkeit, die Perspektive zu ändern? Ne, gibt's nicht. Okay, schade. Ich hätte mich jetzt gerne mal von außen gesehen. Ach, chillig, wir können mit dem Bus fahren. Also, wenn uns langweilig ist, fahren wir mal den ganzen Tag Bus. So, ich steuere gerade mal unsere Base an. Wir müssen eigentlich nur bis zum nächsten Morgen besoffen bleiben. 94, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wir müssen den Pegel halten. Wo ist denn unser Bier? Hier, Bier vom Fass. Obwohl, so niedrig ist der Pegel noch nicht. So, erstmal in die Base und dann, dann lesen wir uns erstmal den Questlog durch. Wie denn der Auftrag explizit lautet. Ne, wir müssen da ganz, ganz nüchtern und trocken rangehen an die Sache. So, auf die Couch legen. Und die Harry Potter Filmsammlung einlegen. Das ist unser Plan. Bis zum nächsten Morgen durch. Eieiei, och, der stolpert hier aber auch. So. Ja, genug Bretter haben wir theoretisch auch. So, erstmal hier den Kamin anmachen. Dann gucken wir mal. Questlog. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir müssen ja echt die ganze Zeit, wir müssen jetzt 21 Minuten lang betrunken bleiben. Das ist aber gar nicht gut. Ich werde noch mal ein Bierchen nachkippen, dann hauen wir uns mal ganz kurz aufs Ohr. Machen mal hier so einen kleinen Mittagsschlaf. So. Ein Flaschenbier. Ist aber ganz ungesund, was wir hier machen. Ist aber wirklich ungesund, was wir hier tun. Ich cutte das jetzt gerade mal nicht raus. Weil ich eben gucken will. 97, okay. Okay, so schnell sinkt der Counter nicht. Ja, man kennt es, ne? Wenn man betrunken ist, man schläft einfach ganz unruhig. Bei mir ist das so, wenn ich mal richtig über den Durst getrunken habe, dann schlafe ich super gut ein, schlafe auch durch. Aber am nächsten Morgen geht es mir dann ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. So, 90... 95, wir sind gleich ausgeschlafen. So. Wir sind ausgeschlafen. Irgendwie schlafen wir mit dem Alkohol total gut. Nicht erwartet. Ja, wenn wir schon betrunken sind, dann pfeifen wir uns mal eine rein. So, ich merke schon, die Vergiftung schlägt zu. So. Zitrone. Das Ding ist jetzt, wie weit darf der Counter sinken? So, wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Müssen wir kotzen? Ne, noch nicht. Wir machen mal einen kleinen Spaziergang, würde ich vorschlagen. Lecker. Ach du Scheiße. Können wir denn hier ein bisschen... Ja, das geht, da haben wir keine Probleme. Ja, wisst ihr, wir sind nicht zurechnungsfähig. Wir sind doch gar nicht zurechnungsfähig. Ja. Wir können doch hier ruhig mal ein bisschen looten. Wenn die Polizei kommt, rennen wir einfach weg. Oh nice, eine Waschmaschinentrommel. Oh, und Papier. Oh, was für eine herrliche Tonne. Oh ja, eine tote Ratte. Das ist nice. Die brauchen wir. Und zwar haben wir da eine Quest, wo wir tote Tiere sammeln sollen. Oh scheiße, ich merke, mein Pegel fällt wieder ab. Erstmal ein Nachkim. Ach du Scheiße. Ich muss mich hier schon an der Tonne festkrallen, damit ich nicht umkipp. So. Das ist sehr gut, dass wir diese tote Maus gefunden haben. Damit hätten wir schon mal ein Problem weniger.
zwar... Ach genau. Genau, ich erinnere mich. Ich weiß, wofür die tote Maus war. Wir sollen das Zepter des Dionysos aufladen und die Hellseherin... Die Hellseherin braucht 3 tote Tiere. Eine Ratte, eine Maus und ein Vogel. Hallöchen, die Damen. Darf ich vorstellen, meine Mundkeule? Oh Gott. Scheiße, ey. Oh, jetzt ist uns auch noch übelst kalt. Fantastisch, ey. Was meinst du? Enten? Das ist erst der Anfang. Hör zu, ich weiß nicht mehr. Ja, immerhin sind sie unterhaltsam. Jo. Sehr geil. Gut, also an Geld kommen wir noch ran. Ja, okay, die Leute finden uns unterhaltsam. Die Leute finden uns sehr unterhaltsam, das ist schön. Oh, nett, danke. Eine Pulle rum, die kann ich gut gebrauchen. Ehre. Ach. Jetzt will ich das Ding looten und mach die Taschenlampe aus. Ich sehe doch gar nichts mehr. Ohne meine Taschenlampe. Oh Mann. Ja, du frierst. Ich weiß, dass ich friere. Ich komme hier nicht vom Fleck. Ich komme hier überhaupt nicht vom Fleck. So. Aber schön, wir haben jetzt eine Nebenaufgabe, die da wäre, tote Tiere finden. Sag mal, 100 Folgen. Könnt ihr euch was Schöneres vorstellen, als mit mir betrunken hier durch die Stadt zu laufen und nach toten Tieren zu suchen? Also, besser geht's doch gar nicht mehr, oder? Das ist der Content. Oh Mann, ey. Na, Mr. Anorak, alles klar? So, ich gehe mal hier hin, weil hier ist eine Tonne. So, ganz kurz. Ich muss gleich hier Bretter kaufen irgendwo. Wir brauchen Brennmaterial. So, ich wärme mich gleichzeitig. Und nebenbei schließe ich hier eine Tonne auf. Das nennt man Multitasking. So, die Tonne ist auf. Da kommt gleich wieder der Wachmann. Aber ich würde sagen, wenn er irgendwas von uns will, dann hauen wir dem einfach auf die Schnauze. Ach Gott, ey. Verteidigung 72, was soll passieren? Da ist der Wachmann. Der quatscht sich jetzt einer. Und ich weiß auch nicht... Oh, 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 oh. Wir müssen trinken. Ich weiß auch nicht, wie der Wachmann das macht, aber der zieht die Zigaretten innerhalb von einer Minute weg. Der denkt sich auch nur so, Scheiße. FML, ich stehe hier in meiner Pause und dieser Besoffene zündet ein Feuer an und starrt mich die ganze Zeit an mit so einem Killerblick. So, er hat fertig geraucht, jetzt haben wir 30 Sekunden Zeit. Tote Tiere. Ich brauche tote Tiere. Ja, wir haben die Sachen gerade gewaschen. Das ist nicht so schlimm, wenn man ein bisschen dreckig wird hier. So, leider kein totes Tier. Wenn wir noch eine tote Ratte finden, können wir die dem König geben. Weil der hätte auch gerne was zu essen. Der braucht ein totes Tier. Hat er gesagt. So. Feuer brennt wieder. Da ist Kollege Plattfuß. Meine Güte, ey. Alter, du hast echt ein Problem. Wie kann man denn so viel rauchen? Eieiei. Sind wir noch besoffen genug? Ja. Das geht noch. So, gleich ist die nächste Tonne dran. Schön. Besoffene Loot-Tour. Ach Quatsch, sind wir schon 10 Minuten besoffen? Er hat doch gesagt, einen ganzen Tag. Das hören wir ein halber gerade, wenn überhaupt. So, der Kollege hat wieder fertig geraucht. Wir gehen hier schnell rein da.
Tote Tiere, ich brauche tote Tiere. Aber das ist doch immer so in jedem Spiel, ne? Brauchst du irgendwas, kommt es nicht. So. Nichtsdestotrotz, ganz annehmbares Zeug hier drin. So, eine Cola. Ja, ist doch wunderbar alles hier. Das war... keine verbotene Tonne. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hi, Anatoli. Sag mal, was hast du so zu verkaufen? Ich will was lernen. Was können wir denn von Anatoli lernen? Ach, Experte im Handeln, ist das so? 60 Vertrauen, 40 Vertrauen. Hm. Zeig mal, was du so zu verkaufen hast. Nichts. Wir haben nichts. Er hat Armeestiefel, die wir schon haben und hier hätten doppelt so billig kaufen können. Stylisches Feuerzeug, da haben wir auch einen Haufen Geld für hingeblättert. Ach, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. So, der Kollege ist weg. Wir looten mal ein bisschen weiter. Ach, es ist schon wieder so kalt. Es ist schon wieder so kalt. Ich würde sagen, zum Nachkippen nehmen wir gleich mal Folge 100. Freunde, wir trinken dann mal hier schön Whisky, Wodka, Absinth. Ne? Nur gute Erinnerungen an Absinth, nämlich gar keine. Genau, das gönnen wir uns gleich mal. Wir sind doch sowieso betrunken. Ach, scheiße, ey. Ich werde schon wieder nüchtern. Ich werde schon wieder nüchtern, das geht ja gar nicht. So. Ach, der Counter, der läuft aber gut weg. Das ist ja gar nicht so schwierig, wie ich dachte. So, wir sind ein bisschen schwer beladen, sehe ich gerade. Ach, verdammt. Wieso sind wir denn so schwer beladen? Ja, gut, wenn man auf Loot-Tour ist, dann passiert das schon mal, ne? Ach ja. Müssen wir gleich mal kurz ins Lager legen, unser Zeug hier. Schade, dass die toten Tiere so selten sind. Aber gut, einiges an Pfandflaschen hier. Bis auf eine Sache können wir die Teile hier gut looten. Oder das im Chart? Der Tabakhändler. Ich hätte gerne eine Erotikzeitschrift. Danke sehr. Ach Mensch, ey. Das ist ein wunderbares Leben hier. Ganz fantastisch. Pater Burian, ich möchte gerne etwas lernen. Nein, etwas bitten. Genau, wir wollen uns die Segnung abholen. So, bitte sehr. Vielen Dank. So, wir schämen uns, dass wir so betrunken sind und kriegen auch noch Geld dafür. Ach, du grüne Neune. Wir stolpern hier rum. Und können nicht mehr rennen. Habt ihr das gesehen? Da oben der Schläger, der Schichtende. Oder der stellt sich jetzt da in diese Unterführung. Ach, das ist gar kein Schläger, oder? Oder der hat sich gerade umgezogen. Der hat sich gerade umgezogen, das ist doch ein Schläger. Da ist noch einer. Diese Typen, die haben uns am Anfang auch das Leben so schwer gemacht. Ich weiß das noch, als wir in Folge 1 oder 2 da auf dieser Bank am Schlafen waren und dann einer von diesen Typen da stand. Was sagt denn der Pegel? Ja, wir könnten mal wieder eins kippen. Aufgedreht, Pfandflasche plus 1. Ach so, cool. Wir kriegen Pfandflaschen dadurch. Sehr nice. Machen wir sogar noch Gewinn. So, wunderschön. Ah, wir können nicht mehr rennen, sonst haben wir ein Problem und brechen gleich zusammen. Deswegen machen wir hier erstmal das Feuer an. Ach du Scheiße. Man ist nicht so fit, wenn man besoffen ist. Wenn man so hart besoffen ist. Ach Gott. So.
Lagerpflege betreiben. Wir haben zu viel dabei. Ein alter Fernseher. Ja, was? Warum schleppen wir denn Backsteine mit uns rum? Ach so, ja, stimmt. Ach, stimmt, die Sachen, die stacken ja, ne? Aber Benzinkanister, die stacken nicht, oder was? Wo kann ich denn sowas hier verkaufen? Oder muss ich das auseinandernehmen? Müssen wir das auseinandernehmen, ja. Mir fast gedacht. Das heilige Weihwasser. Ja, wo könnte der letzte Schrein sein? Das ist die Frage jetzt, ne? Alteisen. Haben wir hier noch Alteisen? Nein. Aber können wir gleich verkaufen. Machen wir auch. So, die brauchen wir nicht mit uns rumtragen. Dämmmaterial, Stahlseile, Wellblechplatten im Ganzen. Meine Fresse, ist ja kein Wunder. Kein Wunder, dass uns so dreckig geht. Kaputtes Spielzeug, ja, was willst du denn damit? Erstklassiger Abfall. Hiervon können wir auch mal gut und gerne 100 Stück da lassen. Nutzloser Müll, lassen wir mal 50 da. Wobei, wofür tragen wir das überhaupt mit uns rum? Nützlicher Müll. Ganz dahin. Die heilige Gurke. Die heilige Gurke, die bleibt in unserer Tasche. Ja, das geht eigentlich schon wieder. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen reduzieren. Irgendwelche Sachen hier, die wir wirklich auch im Lager nicht verwenden können. Frage ich mich gerade, ramponierte Matratze. Wer brauchte nochmal eine Matratze? Das war doch bei Ferenc hier, der Möbelhändler, ne? Genau. Da nehmen wir die doch gleich mal mit. Wir nehmen zwei mit. So. Dann haben wir die Quest nämlich gleich auch wieder fertig. Obwohl, ne, wir müssen da eine schöne Matratze draus herstellen, richtig? Besoffen. Voll toll. Besoffen, voll toll. Zitrone, Zitrone, Zitrone. Gesund und besoffen. Gesund und besoffen hab ich dich getroffen. Voll toll. So, auseinandernehmen. Ja, da haben wir so einiges, ne? Ja, die Tastaturen. Kannst du eh kaum verkaufen. Die nehmen wir auseinander. TK-Hähnchen brauchen wir nicht. Tüte Lebensmittel für Fester. Altes Radio, 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 Radio. Ja, die blöden Betonsteine weg damit. Fernseher. Braucht kein Mensch. Ja, die Radios können wir eigentlich noch verkaufen. Die behalten wir nochmal. So, wir wollten eine Matratze herstellen. Du frierst schon wieder. So, Radios reparieren. Ja, Kopfhörer. Das weiß ich auch noch, wie wir uns da dumm und dämlich gesucht haben. Weil wir die Kopfhörer für eine Quest gebraucht haben. So, warum wollte der denn die Retro-Lampe jetzt nicht reparieren? Ah. Jetzt geht es. Die kann man tatsächlich für sehr viel Kohle verkaufen. Uns fehlen Elektroteile. Wo kriegen wir denn Elektroteile her? Vielleicht noch ein paar mehr Lampen zerstören. Da, der alte PC. Da stecken Gutteile drin. Taschenlampe nehmen wir nicht wieder auseinander. Die brauchen wir. Altes Radio, ja komm. Nee, nee, nee. Das funktioniert ja, das können wir auch noch verkaufen. Puh, hätte ich jetzt gerade auch fast auseinandergenommen. So, wir machen noch ein paar Lampen. Ja. Ja, gut. Wir machen eine. Gut, Matratze haben wir. So, was sagt denn der Timer? Ach, der ist schon abgelaufen, das gibt's doch gar nicht. Ja, darauf trinken wir erstmal einen. Ja? Kälteresistenz 1, besoffen 100. Noch ein und noch ein, noch ein, noch ein.
wenn wir schon mal dabei sind. Aufgabe aktualisiert. Ja, weil es so schön ist, würde ich sagen, torkeln wir jetzt mal besoffen zum Bahnhof. Und geben die Quests ab. Kaffee. Ach. Hier ist unser Kaffee. Minus 10 besoffen. Oh ne, ne, ne. Ne, ne, wir wollen schön besoffen bleiben. So, Matratzen können wir abgeben. Inventar ist wieder... Geht so, geht so. Wir müssen auf jeden Fall zeuglos werden. So, guckt euch das an, ist das schön. Ist das nicht toll? Ist auch eine komische Kirche irgendwie, ne? Hier haben sie so einen Burgturm, dann ist hier ein runder Turm, dann hier wieder ein Turm in einem anderen Baustil. Was ist das denn hier? Ganz komisches Gebäude. Ne, komm, wir nehmen den Bus. Wir nehmen den Bus. Das ist dann doch ein bisschen weit für uns. Sonst frieren wir uns hier wieder die Eier ab. So, wir wollen hier hin. Wir haben eine Jahreskarte, ne? Wir können so oft Bus fahren, wie wir wollen. Ach Gott, ich sehe, wir brauchen einen Muntermacher. Ach Gott, ey. Durch seine Adern fließt Benzin. So, ein bisschen Geld. Auch witzig, wenn die sich auf die Diskussion einlassen. Essensgutschein für 30 Tacken. Ja, machen wir. Zu essen haben wir eh genug. Wollen Sie etwas kaufen? Ja, wir können hier theoretisch auch die ganzen Lampen mal loswerden. So, plaudern. Aber hallo, verkaufen. Kopfhörer, 42 Kronen, das ist viel zu wenig. 60, das geht doch. Das ist doch in Ordnung. Erstmal schön den Leuten ins Gesicht rülpsen. Kommt immer gut an. So. 10 Kronen noch. Bekommen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir bekommen. Als Entschädigung, dass wir hier den ganzen Tag Spaß hatten. So, da wären wir. So, Kardinal, wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Ich war die ganze Zeit sturzbesoffen. Ich weiß, mein Jünger. Eins der Jurymitglieder hat mir die frohe Kunde bereits überbracht. So, dann wollen wir mal. Hiermit ernenne ich dich feierlich zu einem angesehenen Saufbruder. Alle Umstehenden fangen an, laut zu klatschen. Ein paar von ihnen müssen sich sogar vor Aufregung übergeben. Schön. Ich fühle mich geehrt, Kardinal. Saufbrüderhose. Oh. Geil. Wir brauchten eh eine neue Hose. Jeder angesehene Saufbrüder erhält bei uns bei seiner Ernennung eine Hose. Trage sie mit Stolz. Das werde ich. Danke, Kardinal. 90 Vertrauen. Guten Alkohol erhalten. Noch ein Whisky. Sehr schön. Was dazu lernen? Alkoholiker-Talent? Ja, ne, da haben wir genug Talent. Da haben wir auf jeden Fall genug Talent. So, noch ein Whisky und dann reicht's uns auch mit dem Alkohol. Dann kontern wir mal ein bisschen. Oh Gott. Endlich hört das auf zu wabern und zu wackeln hier alles. So, ein Brot in der Not. Ein Tüchlein für die Fingerchen. So, wo ist denn hier die supergeile Saufbruderhose? Alter, was? Wenn du diese Hose anhast, weiß jeder, wer du bist. Nice. Damit gehen wir jetzt erstmal zu Crazy. Ja, komm. Kälte, die hat Kälte 11 gehabt. Diese hier hat Kälte 15. Nach viel mehr noch. Wir kriegen 13 Kältepunkte drauf, wenn wir die anziehen.
Boah, schaut euch diesen Knaben an. Er ist ein richtiger Prachtkerl jetzt geworden. Er stinkt zwar ein bisschen, aber egal. Dann können wir Friedrichs Hose eigentlich verkaufen. Ach, ich glaube, die kann man nicht verkaufen, ne? Ja, ärgerlich. Ja, wir werden jetzt mal fröhlich ein bisschen Geld machen. Ach ja, oh. Kaffee, habe ich dich vermisst. Endlich. Ich musste mir nochmal die Hände abputzen. Die riechen so gut, die Tücher. Die riechen so schön nach Alkohol. Ich wollte nochmal. Gut. Kälteresistenz. Wir haben fast volle Kälteresistenz, meine Lieben. Ich suche die Zitronen, genau. Dafür war ich hier. Ich möchte nochmal mit Seki sprechen, ob es da was Neues gibt, weil Ferenc, den hat das jetzt irgendwie gar nicht gejuckt, dass wir ihn da verdächtigen. Vielleicht können wir noch Sekis Stimme abgreifen, wenn wir sie nicht schon haben. Ich denke, wir haben Sekis Stimme schon, oder? Ich hab's geschafft, ein angesehener Saufbruder zu werden. Oh ja, freut mich für dich. Du solltest versuchen, den Titel eines legendären Saufbruders zu erlangen. Oh, gute Idee. Wer wäre nicht gern ein legendärer Saufbruder? So ist es. Du musst nur zwei ganze Tage lang hackevoll dicht sein. Dann ist dir der Titel sicher. Ach du Scheiße. Zwei ganze Tage? Boah. Wenn wir das schaffen. Ach man. Wenn wir das schaffen. Ja komm. Wir haben jetzt diese super geile Hose bekommen. Let's go. Ach du Scheiße. Ich sehe schon vor mir, wir müssen gleich wieder die Alkoholabhängigkeit auskurieren. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße, 50 Minuten. Wirklich? Wirklich? Wirklich 50 Minuten? Heftiger Shit, ey, heftiger Shit. Aber gut. Da haben wir uns jetzt schon so dran gewöhnt. Oh Gott, ey. Folge 100 Special. Ganz Zeit besoffen. Mega nice. Ach du Scheiße, ey. Vielleicht haben wir Glück und die Zeit vergeht ein bisschen schneller. Letztes Mal war der Counter auch bei... Ja, der war bei 25 Minuten, genau. Zwei ganze Tage. Ach du Scheiße. Was tun wir uns hier an? So, wir müssten jetzt in die Grube gehen und die Matratzen abgeben. Dann haben wir hier noch einiges zu veräußern, sag ich mal, ne? Einige Lampen. Da werden wir gut Kohle machen. Und, oh, wir brauchen hier unseren Schal. 100 Kälteresistenz. Meine Lieben. Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Olymp. Jetzt können wir nur noch Nässe skillen. Wir haben 100 Kälteresistenz. 100. Doggo, wie findest du das? Ja. So ein guter. Die Leute, die mit Kater im Bett liegen, denken sich nur so, oh, der scheiß Köter, der soll aufhören zu bellen. So, macht er jetzt auch. Ich wollte ihn nur mal ein bisschen bespaßen. Uns gleich mit Perma wärmen können, weil wir sind ultra langsam. Und dadurch, dass wir so betrunken sind. Boah, also Seki, wenn wir dadurch nicht zum ultimativen Saufbruder werden, dann weiß ich ja wohl auch nicht. So, wärmen. Streicheln. Obwohl, ist eigentlich auch geil. Der frisst unseren Müll und generiert uns dadurch Moralpunkte und alles mögliche. Ne, das ist doch an sich eine feine Sache. So, wir produzieren weiter Pfandflaschen. Das ist jetzt die ultimative Quest, meine Lieben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell werden wir frieren. Na, wir vertreiben uns jetzt mal hier kurz die Zeit. Ein bisschen. Verkaufen unsere ganzen Lampen. Boah, was ist das denn hier? Tag 29, bestes Wetter. Lauschige minus 20 Grad. Ist ja wunderbar. Hallo? So, meine Güte. Wie kann man denn nur so enden? Ach Quatsch.
Schauen Sie mich doch an. Ich bin angesehener Saufbruder. Der kennen Sie an meinen Plaketten und an der Hose. Ja? Jo. Ja. Ja. Noch ein bisschen mehr. Alter, 240 Kronen. 240 Kronen, alter Schwede. Das ist ja nicht mehr normal. Oh, wir werden gleich, safe verhaftet, weil wir so besoffen sind. Wir wollten da eigentlich das Alteisen verkaufen. Das machen wir mal eben. Das werden wir mal eben machen, meine lieben Freunde. So. Ja, an den Einfachtypen hier möchte ich die Lampe nicht verkaufen. Weil da geht uns ja echt Geld durch die Lappen dann. So. Wir müssten unsere Sachen mal wieder waschen, dann sind die Leute ein bisschen gesprächiger. Wollen Sie mittrinken? Ach schön. Die Leute lieben uns. Kronen am Start. So. Wir sind wie immer ziemlich unverschämt unterwegs. Und verdienen uns hier wieder eine goldene Nase. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Jetzt habe ich gesagt, Alteisen verkaufen, aber der Spacken, der ist doch noch gar nicht wach. Der Herr Kottlauder, wie der heißt. Oder? Naja, falls nicht, looten wir die Tonnen da. Da findet man öfter mal tote Tiere, habe ich mir sagen lassen. So, der Laden hat offen. Wir brauchen hier nichts. Ich wollte eigentlich meine Pfandflaschen loswerden. Also hier im Bahnhof, die Läden, die haben immer auf. Ist mir aufgefallen. Den ganzen Tag. So, 36 Flaschen. Mensch, haben wir richtig was geleistet hier. Ja, ne, wir kaufen uns nichts. Erstmal. Einfach. Wir farmen Geld und gucken dann mal, wo das hinführt. Wobei, mit der Nässeresistenz komme ich gut klar. Da haben wir sowieso 80. Kälteresistenz 100, es kann nicht mehr besser werden. Wir brauchen doch theoretisch gar nicht diese, diese super Outdoor-Ausrüstung, oder? Oder hat die dann andere Boni? So wie Verteidigung oder Tragekraft oder so. Nee. Ich feier ihn. So. Kurz durchlooten. Oh, wir finden auch so geiles Zeug hier drin. Fast ausschließlich. Und hier wurden wir mal zu Brei gehauen. Wenn die Schläger Schichtende haben. Eigentlich gefährlich hier die Ecke. Aber trotzdem nehme ich die mal gerne mit. So, schön. Hühnerknochen. Für Guli. Oh, wir müssen saufen. Ach nee, geht noch. Mensch, ich muss mir schon so eine Stoppuhr hinstellen, wann es wieder Zeit wird zu trinken. Nicht, dass wir das hier sonst verkacken. So. Hier nochmal eben reingeschaut. Wir looten jetzt einfach, bis die Sonne aufgeht. Dann ist Herr Kottler wach. Da. So. Wunderbärchen. Ja, sag mal. Kann ich ja gar nichts mehr machen hier. Was ist das denn, ey? Schöne Sachen. Alter Schwede, ein Teddybär. Alter Schwede. Ja, wenn nur gutes Zeug hier drin. Bis auf das tote Tier, was wir brauchen. Ach, Mist. Ach. Verdammt. So, ganz kurz. Wo war hier nochmal die Feuertonne? Bisschen aufwärmen müssen wir uns ja trotzdem noch leider.
Die war da, wo wir verhaftet wurden, genau. Ich erinnere mich. Hat sich aber auch gelohnt. Hat sich aber auch gelohnt. Oder war sie doch nicht hier? Was ist hier eigentlich? Was ist denn hier eigentlich? Geht sie in die Grube? Ja, geht es. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Schrein? Nee, eine Feuertonne auch nicht. Hm. Also in meiner Erinnerung war hier 1:1 eine Feuertonne. So, die haben wir schon mal aufgemacht. Für gleich. Ne, da ist auch keine. Bin ich denn jetzt blöd? Auch nicht. Hier vielleicht? Ja, hier waren die Baumaterialien, ne? Ja. Alter Schwede, Ziskov hat ein hartes Raucherproblem. So, einen großen Muntermacher scheppern wir uns mal rein. Was für ein wunderbares Getränk. Ja gut, hat sich unser Wärmeproblem wieder erledigt. Beziehungsweise eigentlich nicht. Aber wir fühlen die Wärme nicht mehr. So. Oh, nice. Frische Minze. Das ist aber schön. Ich kann den nutzlosen Müll immer von dem Alteisen nicht unterscheiden. So. Was ist das? Ein ramponierter Boxsack. Den habe ich auch noch nicht gefunden. Super, wieder eine Lampe. Ein Wedelheftchen. Ein Schemel. Schön. Ah, komm, die Herdplatte nehmen wir auch nochmal mit. Zum Zerlegen. Ja, sag mal, du hast aber verkackt hier, ne? Die ganze Tonne ausgeräumt und du hast nichts mitbekommen. Schäm dich. Jo, unsere Taschen sind schon wieder sehr voll. So, hier nochmal eben reingeguckt. Elektroteile, sehr gut. Das Unwetter beginnt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gibi, wie hart soll die Challenge sein? Ja, ganze 2 Tage besoffen plus Unwetter. Das hört sich gut an. Ach du Scheiße. Jetzt stehen wir hier bei Unwetter und müssen den Pegel halten, meine Lieben. Ich konnte es mir eigentlich nicht schöner vorstellen. Ah, lass mich rein. Oh nein, wir sind schwer beladen auch noch. Oh nein. Wegen des Unwetters geschlossen, ich glaub's ja wohl. Jetzt stehen wir hier vor verschlossener Tür. Stinken tun wir auch noch. Das ist ja mal gar nicht schön. Gar nicht schön. Auf den Schock erstmal ein Bier. So. Wo ist denn unser Brot? Habe ich kein Brot gekauft? Scheint schon weg zu sein. Wir gönnen uns mal so einen schmierigen Hamburger. Ah, wunderbar, ey. Wie ein Schlaraffenland. Wie im Schlaraffenland leben wir hier. So. Wir werden mal gemächlich in Richtung Base trotten. Oh nein, ey. Jetzt beginnt das verfluchte Unwetter. Und wir sind stockbesoffen. Auf unserem Kopf ist schon so ein Schneehaufen drauf.
So langsam, wie wir hier lang kriegen. Nein. 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 Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Ach Gott, ey. Hier steht der immer, der Sausack. So, hier kurz aufwärmen. So. Was sagt der Pegel? Ist noch super. Ist noch super. Was sagt denn die Zeit? Halbe Stunde noch. Mhm. Kriegen wir hin. Kriegen wir easy hin. Sagen wir, chillen gleich ein bisschen da. Wir chillen gleich ein bisschen in der Base und im Vor. Am besten erst in die Base und dann ins Vor. Dann wir mal. Ja, toter Vogel, tote Katze. Ich hoffe, wir finden die noch. Das wäre sehr nice. Hier fehlt uns auch nur noch die Hose und die Jacke, ne? Für die Quest. Ist auch nicht schlecht. Legendärer Saufbruder. Können wir uns nach diesem Special nennen. Ist das nicht toll? So, weiter geht's zur Base. Wie lange geht das Unwetter nochmal? Den ganzen Tag, oder? Ach du Scheiße. Ja, da kannst du dich ja nur zuschütten, um das auszuhalten. Im Vorbeigehen nochmal ein paar Plätzchen aus der Mülltonne genascht. Ekelhaft. Ja, Risiko für Alkoholabhängigkeit ist klar. So, die Batterien von der Taschenlampe, die geben auch langsam den Geist auf. Was wollte ich denn jetzt? Ach, ein Bierchen trinken, genau. Ja, ja, Risiko für Alkoholabhängigkeit. Das Spielchen kennen wir schon. Das Spielchen kennen wir doch schon. Ne? Da kriegt man aber einen harten, harten, harten Counter für die Alkoholabhängigkeit. Einen harten Counter. Boah, ich schwör's euch, wenn wir die Quest erledigt haben. Dann packe ich hier in dem Spiel keinen Alkohol mehr an. Boah, keine Ausdauer mehr. Die Eier frieren ab. Durchnässt. Kann es noch schlimmer werden. Alles geschlossen, Sturm. Wunderbar. Tag Fulgrim. Wie geht's denn? Ach du Scheiße. So, wir müssen jetzt aber mal irgendwie was tun. Damit unser Inventar nicht so überfüllt ist. Dieses ganze, der ganze Krempelgedöns, den wir mit uns rumtragen, den brauchen wir eigentlich nicht. Wir können mal gucken, ob wir irgendwas Lustiges herstellen können gleich. Ach Gott, ey. So, öffnen. Und so. Und so weiter und so fort. Ja, meine Lieben, ich mache mal eine kurze Pause. Ich koche mir mal eben einen Kaffee. Weil das Video wird sonst zu lang fürs Renderprogramm und der PC schmiert ab. Deswegen ist hier in der Mitte ein kleiner Cut. Aber wir sehen uns gleich wieder, meine lieben Freunde. Bis dahin, ja, könnt ihr euch auch ein bisschen was zu trinken holen oder so. Und hier geht's gleich spannend weiter mit unserer Alkohol-Challenge auf Folge 100. Bis gleich, meine Lieben. Meine Lieben, da wären wir wieder. So, Kaffee ist am Start. Und ich habe mich in der Zwischenzeit mal ein bisschen schlau gemacht, wo wir denn die Schreine finden könnten. Und mir ist dabei aufgefallen, der vergessene Schrein könnte hinter dem Fort sein. Wobei ich glaube fast, wir haben den schon. Und einer ist noch hinter dem Supermarkt. Da werden wir sofort gleich mal nachschauen. Ich glaube, das könnte der sein, den wir noch nicht haben. Oh, ich sehe gerade, wir müssen mal zu einem kurzen Bierchen nachkippen. So, wir sind aufgedreht und fröhlich und laufen mal munter los. Ah,
Ach ja, der Tag bricht an, ist das schön. Ne, Doggo? Ach, Doggo, ich hab dir doch gesagt, du sollst das nicht machen. So, kurz wärmen. Wir sind sehr langsam unterwegs. Ach so, ja, stimmt. Wir können da noch gar nicht los. Wir wollten ja noch das Lager aufholen. Da war ja was. So, dafür heizen wir die Bude mal kurz auf. So, das alte Leiden. Schauen wir mal, was wir hier lassen können. Beziehungsweise, wir nehmen alles hier raus. Und dann schauen wir mal, was wir craften können. Okay. 370 Kilo. Ist doch gar kein Problem für uns. Ja? Überhaupt kein Thema für uns ist das. So, kaputte Lampen. Kaputte Radios. Ein Wasserkocher. Wir möchten uns auf die Lampen konzentrieren, meine Lieben. Drucker und sowas, das können wir eigentlich außen vor lassen. Die Lampen, die sind für mich am interessantesten. Oh, schön. Wir haben ja noch ganz viel Bier. Das ist aber erfreulich. Das nehmen wir mal mit. So. Mit 300 Kilo geladen gehen wir mal zu unserem Werkeltischchen. Gucke mal, was wir reißen können. So, erstmal konzentrieren wir uns hier aufs Zerlegen. Den ollen alten Computer. Da kriegen wir Elektroteile, die wir brauchen unbedingt. Waschmaschinentrommel haben wir schon. So, den Drucker, beziehungsweise die Drucker. Die verarbeiten wir mal eben. Komplett. Die kann man eh nicht so gut verkaufen, da kriegt man irgendwas um die 60 Kronen für. Herdplatte. Alte Toaster, auch weg damit. Sollen wir loswerden, den ganzen Krempel hier. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Nützliches herstellen können für unsere Base. So, altes Küchenzubehör. Ja, das behalten wir erstmal. So. Persönliche Abladeplätze. Auch interessant für uns. Christlicher Altar, ein Boxsack. Unterkunft, Ausstattung. Du kannst deinen Frust hier auslassen. Joa. Das finde ich eigentlich eine witzige Sache. Und eine Quest dafür hatten wir auch nicht, also von daher. So, Kerze für ein bisschen Licht. Den christlichen Altar, den können wir noch herstellen. Wir können sogar mehrere herstellen. Ja, einer reicht uns, glaube ich. Hier können wir alles herstellen. Werden wir natürlich auch mal dran arbeiten. Ach du Scheiße. Abladeplätze. Einfach mal das Lager erweitern. So, die werden wir auch gleich mal aufbauen. So, Abladeplätze. Mal ein bisschen die Base dekorieren hier, meine Lieben. Ne? Mal ein bisschen verschönern hier das Ganze. So, wir haben noch einen. Gut. Den Boxsack. Voll geil. Geile Sache. Sieht aus wie im Fitnessstudio hier. Aufgabe aktualisiert. Welche Aufgabe denn? Frage ich mich gerade. Müssen wir gleich mal gucken. So. Ach, was hübsch. Das ist aber hübsch. Christlicher Altar. Sieht sehr christlich aus. Möchte ich anmerken an der Stelle. Vor allen Dingen dieser Aschenbecher und die ganzen Kreuze. Wunderschön, wirklich. Bauobjekte, Dekoration. So, wir werden jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hier. Und zack. Steht ein bisschen auf der Kippe die Flasche, aber ist nicht so schlimm. Dafür haben wir Licht. So, hier natürlich mal gucken. Hier hin. Ja, es sieht doch total romantisch aus. So, kaputtes Zeug ohne Ende haben wir. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, habe ich wohl nur den Ofen verrückt. Ja,
Weil wir so besoffen sind, wackelt das alles ein bisschen. So, kurz aufwärmen. Aufwärmen. So. Dann gucken wir nochmal, was wir zerlegen können. Und dann sollte das Inventarproblem eigentlich auch gelöst sein. Eigentlich. Eigentlich, wie geht es uns? Oh, wir müssen saufen. Neue Sucht, alkoholabhängig. Herzlichen Glückwunsch. Wunderschön. Da habe ich ja mal wieder drauf gewartet. Ja, wenn das passiert, dann sinkt unsere Gesundheit permanent. Und das ist gar nicht gut, aber wir haben ein paar Verbandskästen. Zum Glück. Ja. So. Ganz kurz werden wir uns mal aufs Öhrchen hauen. So, ich glaube, wir brauchen noch zwei mehr. So, ganz kurz aufs Öhrchen hauen. Wieso können wir nicht schlafen? Ja, sag mal, wieso können wir denn nicht schlafen? Hm. Ach so. Wahrscheinlich wegen unserer Abhängigkeit. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd und alle Läden haben zu. Das ist ja blöd. Das ist gar nicht gut. So, Verbände herstellen. Hier können wir... Was fehlt uns denn hier? Für die Retro-Lampe? Erstklassiger Müll. Und was fehlt uns dafür? Nützlicher Müll oder was? Was ist das denn hier? Können wir das nicht irgendwie herstellen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, nee, okay. Das dauert mir dann doch ein bisschen zu lange. Eieieiei. Reparieren. Ach Gott, ich dachte gerade, ich hätte unseren guten Schal zerlegt. Ausrüstung reparieren. Reparieren steht da. Reparieren, alles cool. So, auch repariert. Braucht man nicht reparieren. Die Armeestiefel auch reparieren, bitte. Danke. Ach, wenn wir schon mal dabei sind. Wisst ihr jetzt auch nicht, was wir mit dem anderen Zeug noch machen sollen. So, haben wir das auch. Die ist noch relativ fresh. Gut, alte Lampen. Küchenzubehör, weg damit. Radios können wir reparieren. Die Tastatur bringt nicht viel Geld ein. Kaputtes Spielzeug. Haben wir viel von. Können wir aber auch so ins Inventar schmeißen. Rostige Töpfe, alte Kisten. Einfach mal weg damit. Benzinkanister. Da haben wir auch noch so viele in der Base rumstehen. Das tut uns gar nicht weh. Das tut uns gar nicht weh. Bürostuhl haben wir. Schemel haben wir. Betonklötze haben wir auch genug. So, die Radios. Die Wasserkocher brauchen wir auch nicht. Die bringen auch nicht viel Geld. So. Ja. Das kann sich doch schon fast wieder sehen lassen hier. Ne? Brennt das Feuer noch? Ne, leider nicht. Wir haben aber noch benutzte Rubbellose, die wir hier an der Stelle mal verfeuern werden. Solange wir unser Lager sortieren. So. 400 Kilo, ach du Scheiße. 1K Müll. Meine lieben Freunde, 1K, einfach 1000. Ist das schön. Ja, 999. Ist die maximale Kapazität. So. Mehr können wir davon nicht einlagern, das ist aber interessant. So, müssen wir nicht mit uns... warte mal, die Bretter brauchen wir schon. So, die Seile weg, das weg. Wellblechpappe, Dämmmaterialien. Ja, da können wir auch in unserer Base mal schön weiterarbeiten, finde ich. Ein kaputter Staubsauger.
rohes Fleisch. Das könnten wir dann auch mal veräußern gehen. 90 Dietriche, da haben wir auch gar kein Problem mit, die olle Waschmaschine. So, Elektroteile. Ganz schön viele. Oh Gott, hier haben wir auch einen K von. Oh Mann. Das ist schon pervers, was wir angehäuft haben. Das ist schon ziemlich krank eigentlich. Ach, davon haben wir schon zu viel im Lager. Was machen wir denn jetzt? Verdammt nochmal, da hat das Spiel nicht mitgedacht. Das Spiel hat einfach nicht damit gerechnet, dass jemand so viel sammeln geht. Ah. Ja gut, wir sind unter unserer Belastungsgrenze, aber das Inventar ist mir trotzdem noch zu voll. So, die kaputten Lampen lassen wir hier. Ja, generell alles, was kaputt ist, lassen wir hier. Ja, der ist auch kaputt. Alter, wie viel Waschmittel haben wir denn? 70 Kilo Waschmittel. Familienpackung Persil. So. Nägel. Nägel müssen wir auch nicht mit uns rumtragen. Können wir auch mal wegschließen. Kaputtes Spielzeug auch weg. Superkleber auch weg. So, das sieht doch schon mal wieder ganz gut aus. Bizarrer Gartenzwerg. Den könnten wir mal hier hinstellen irgendwo. Ah, wir müssen mal wieder was trinken, finde ich. Wir müssten mal wieder was trinken. Gott. Gott, sind wir müde. Wir haben noch ein bisschen Energy. Ein bisschen Cola, die uns über Wasser hält. Gerade so. Sonst müssen wir auf Kaffee umschwenken. Aber dann müssen wir noch mehr saufen. Um das entgegenzukontern. So, gut, dass wir so viel Stuff haben. Ich merke schon, ey, das also. Den Pegel, den kannst du ja zugucken, wie der runtergeht. So. Moral ist Max, Leben ist auch voll. Wir wollten den Gartenzwerg hinstellen. Die Zeit sagt Viertelstunde noch. So, den Gartenzwerg hinstellen. Und zwar kommt der natürlich schön hier vor die Tür, ne? Wie es sich gehört. Meilenstein erreicht. 6-mal bizarr platziert. Unterkunftenkonfigurator. 60 Punkte. Können wir uns was Neues aussuchen? Nö. Oder? Oder können wir doch? Hartgesotten. Negative Statuseffekte. Beschleunigte Schlafen- und Toilettengänge. Kommunizieren und Mülltauchen verbessern. Erhöht den Lagerplatz. Kältenässe, Immunität, Resistenzen. Erhöht die maximale Willenskraft. Das werden wir doch mal anpeilen. Aber sicher. So, wir haben jetzt mehr Willenskraft. Wie viel mehr denn? 1, 2, 3, 4, 5 Punkte haben wir mittlerweile. Die wir auch jetzt aufgefüllt haben. Das ist schon ganz nice, ne? Das ist schon ganz cool. Gleichzeitig haben wir auch wieder ein neues Ziel vor Augen. Wir werden uns mal, wie in den Kommentaren schon beschrieben worden war, ein paar schöne Rucksäcke kaufen gehen. Ne? Ah. Gut. Gut, gut. 12 Minuten noch. Genau, wir wollten Ausschau halten nach den Schreinen und tote Tiere suchen. Das war hier so unsere Hauptbeschäftigung. Doggo. Och, machst du das schon wieder? So, auf geht's. Schaut euch das an, ey. So viele Buffs, so viele Skills. Ist doch herrlich. Bam, 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 Scheißschläger. Weiter geht's. Wir sind motiviert und hart gesotten. Fuhrgrim, wie geht's dir denn? Hier können wir nichts lernen. Plaudern. Fuhrgrim, geht's dir gut? Ach, alles geht den Bach runter, Mann. Wie wär's hiermit? Mit einer selbstgedrehten Zigarette. Ja, kann nicht schaden, danke. Gerne, mein Freund. Mir ist so kalt, dass ich beim Gehen... Mir ist so kalt, dass ich beim Gehen die Scheiße in meinem Bauch klappern höre. Dann zieh dir was über. Ein guter Mantel, ein dicker Pulli. Mehrere Schichten. Aber dann kann ich mich doch kaum noch bewegen. Ich muss beweglich bleiben, weißt du? Um zu arbeiten. Hm, wie wär's mit einem Poncho? Die halten zwar nicht besonders lange, aber die werden warm.
und ohne viel von deiner Beweglichkeit einbüßen zu müssen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich nähe dir einen. Wegen deinem Poncho. Was hältst du von dieser Decke mit einem Loch über dem Kopf? Ja, ich denke, dieser Poncho wird seinen Zweck erfüllen, aber wirklich toll aussehen tut er nicht, also gib schon her. Gut, haben wir mal wieder was für Fulgrim getan. Etwas bitten können wir nicht, etwas lernen können wir nicht, noch nicht. Den armen Fulgrim, den haben wir so ein bisschen vergessen irgendwie, ne? Den haben wir so ein bisschen vergessen. So, wir wollten mal hinter den Supermarkt gehen, um dort zu gucken, ob da der Schrein ist, der uns fehlt. Wo ich von ausgehe eigentlich. So, 900 Kronen am Start. Die Geschäfte haben alle zu. Alle. Ausnahmslos alle. Da sehe ich auch gleichzeitig unser größtes Problem. Wir müssen die Quest schaffen, bevor unsere Müdigkeit auf Null fällt. Wir haben noch Kaffee, aber wie gesagt, da müssen wir sehr viel für trinken. Oh Gott, ey. Kriegt er hier mitten auf der Straße ein Herz, Kasper? Ich glaub's ja wohl. So, hier ist die angepeilte Stelle hinter dem Supermarkt. Hier soll der irgendwo versteckt sein. Ne, das sind nur ein paar Rohre. Ach du grüne Neune. Komische Ecke hier. Da könnten wir hinschiffen. Könnten wir, aber so dringend ist es noch nicht. Hier kommen wir zu Anatoli, richtig? Richtig. Genau, hier sollte der Schrein eigentlich sein, aber ist er nicht. Also waren wir hier schon. Was ist das denn hier? Hier waren wir aber auch noch nie, ne? Unter dem... Alles klar, 5 von 5, das war's wohl doch. Hier waren wir aber auch noch nie, ne? So, geheimer Keller unterm Supermarkt. Ist ja witzig. So, die Quest hätten wir erledigt. Diese Quest war für den Mäuserich, glaube ich, ne? Oh Gott, ey, wir sind total durchnässt. Boah, diese Folge ist ein richtiger Krampf, alter Schwede. Dieses Special. Härter geht's nicht. Sturm, besoffen, alkoholabhängig. Kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Und immer wenn ich das sage, wird es noch schlimmer. So. Noch 7 Minuten. So, wir müssen uns beim Mäuser melden. Und das ist ja hier eigentlich ganz in der Nähe. Da werden wir mal entspannt hinlatschen gleich. Manometer, Peter. Geht es uns gut? Ganz wunderbar. So, den Pegel mal eben wieder aufgefrischt. Gut. Ja, zur Toilette müssten wir langsam auch mal. Brot oder so habe ich nicht mehr, ne? Ne. Sandwich. Gönnen wir uns mal ein Sandwich. Ja, komm. Ihr wollt's doch alle, ne? Ihr wollt es doch alle sehen. Ich weiß es doch. Ach Gott. Vor allen Dingen auch einfach schön hinter den Supermarkt und hinter den, hinter das Pfandleihhaus. Also ehrenvoller geht's eigentlich gar nicht, ne? So. Ach, wir sind ja gar nicht schmutzig geworden. Das ist aber schön. Ein Glücksschiss. So, auf zu Mäuser. Nehmen wir mal hier die stabile Seitengasse. Oh ne, ne, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. Unser Lagerplatz, der quillt ja jetzt schon über. So, da ist die Polizei, die wird auch zu haben, ne? Wegen Sturm geschlossen, ne? Ja, natürlich, ne? Schlechtwetter. Sogar die Polizei hat Schlechtwetter. Das will was heißen. Ach, wie erfreulich. Wie erfreulich. Ich muss gleich wieder aufwärmen.
Obwohl, der Shrug, der liegt eigentlich auch auf dem Weg, ne? Weil wir hier noch so viele Klamotten haben, die wir auch mal loswerden könnten. Von dem Geld würde ich gerne ein paar Rucksäcke kaufen gehen. Wenn das möglich ist für das bisschen, was wir haben. So. Und weiter. Haben sogar die Schläger Schlechtwetter? Ja. Oder wie sieht's aus? Scheint ganz so, ne? So, hallo Shrug. Da, so. Ich verlaufe mich hier immer. Ich bin hier schon 100 Mal lang gelaufen, aber trotzdem. So. Handel. Hat eher realistische Preise heute. Schlechte Preise, aber egal. Eine stinkende Windjacke. Sportjacke. Pulli, Pulli. Ein alter Regenschirm. Tüten. So, 1000. Eine warme Jacke. Ist auch ein schönes Ding, ne? Bikerbrille für 300, ja. Wir brauchen aber die Hose und die Jacke. Das hilft uns leider nicht viel. Plaudern. Ich hoffe, du willst nicht, dass ich deine Schuhsohlen in Ordnung bringe. Nein, warum? Weil ich kein Gummi mehr übrig habe. Ich muss ein paar Reifen auftreiben. Ja, ich finde wohl was für dich. Haben wir Reifen, zufällig? Nö. In unserer Base haben wir 1000 Stück, aber aktuell hier gerade nicht. So, wir müssen uns irgendwie hier halten. Ja, und jetzt gleich rechts irgendwie. Levelkenntnis 6-. Obwohl, ich muss sagen, für das große Gebiet kennen wir uns doch relativ gut aus hier. Ach ja, jetzt weiß ich auch ungefähr wieder, wo ich bin. Ja, ihm könnten wir das tote Tier geben und würden dann die Fähigkeit Troll bekommen. Ich glaube, das machen wir auch. 3 Vertrauen nur. Schade. Plaudern. Ich habe einiges zu verkaufen. Hättest du denn gerne was? Ach so, okay. Wir wollen die Sachen, die wir ihm verkaufen sollen, auf den Boden legen, aber er sagt, bist du verrückt geworden auf den Boden? Nein, nein, nein. Dafür brauche ich eine Truhe. Was für ein König, was für ein König wäre ich ohne eine richtige Truhe? Ihr habt recht, eure Hoheit. Das kann nicht so weitergehen. Ich werde eine Schatztruhe finden, die eurer Herrlichkeit angemessen ist. Wegen der Truhe, Lagertruhe. Ja. Fein, fein, die haben wir gerade alle kaputt gemacht. Ach, verdammt. Verdammt nochmal, 2 Punkte. Bracky ist von einem ganz seltsamen Leiden betroffen. Ja, in ein paar Tagen wird er wieder ganz der Alte sein. Hofjägermeister. Alles klar, wir kriegen nochmal genau dieselbe Quest. Um Vertrauen bei ihm aufzubauen. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Das ist eine ätzende Quest. So, ganz kurz aufwärmen in unserer zweiten Heimat hier. So, schön warm. Gut. Ja, die Quest hätten wir auch fertig. Nachdem wir bei Mäuser waren, können wir direkt durchgehen zum Bahnhof. Und das machen wir auch mal schnurstracks. Ja. Das war's dann damit. War jetzt nicht so schwer und ich fand die 50 Minuten, die gingen einfach mal komplett schnell vorbei. Also, wie das immer so ist, wenn man Zeit und Spaß hat, ne? So, Mäuser. Wo bist du?
der alte Schlumpf denn? Ach, da hinten. So, Tachchen. Ich habe die Schreine unschädlich gemacht. Gute Arbeit. Diese Junkies sind faul, also werden sie wohl kaum neue Schreine brauchen. Bauen. Ich hoffe, dass wir zum letzten Mal von diesem satanistischen Unsinn gehört haben. Ja, das wird sich zeigen. Du hast ja eine Belohnung verdient. Weißes Gold oder Kohle? Wir nehmen die Kronen. Das Geld gehört dir. Danke. Um etwas bitten können wir nicht, der König der Bettler. Eine schöne Tradition, das kann ich nicht leugnen. Würdest du gerne gewählt werden? Ich überhaupt nicht. Ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen und möchte nicht viel Aufmerksamkeit auf mich lenken, aber ein alter Kerl ist mal vorbeigekommen und hat gesagt, dass ich wählen darf. Ich glaube, sein Name war Herold. Okay. Okay. Das wird er nicht machen. Selbstbewusst bist du, das muss man dir lassen. Schön, ja. Wir haben einfach viel zu wenig Vertrauen bei ihm. Viel zu wenig. Aber trotzdem schön, dass wir die Quest fertig haben bei ihm und wir haben schon wieder so viel Geld. Ach. So, wir wollen zum Bahnhof. Wir sind eine Legende. Wir sind seit 3 Tagen besoffen. Und müssen mal wieder was tun für unseren Pegel. Ach, es geht noch. Es geht noch. Ja, hier sind wir wieder an meinem Lieblingsort. Total schön ist es hier. So, wir nehmen mal den... Ach, verdammt. Wir nehmen doch nicht den Bus. Ich würde es ja feiern, wenn wir so ein Auto aufbrechen könnten, ne? So einen schönen Golf 2 oder so. Und dann einfach hier ein bisschen rumdüsen könnten. Tag 30. Ja, auch dieser Tag wird vorbeigehen. Und dann beginnt der Frühling, meine Lieben. Dann werden wir hier wieder durch die Straßen tanzen, die ganze Nacht. Ohne auch nur ein bisschen zu frieren. Ja, minus 25 Grad tagsüber. Das war so das Kälteste, was ich hier erlebt habe. Eieieiei. Alle haben Feierabend und frei, aber... Der Dealer, der steht hier trotzdem, ne? Die haben nie frei. Sag mal. Da ist Laundry, ja. Da könnten wir Wäsche waschen, wenn dieser Sturm nicht wäre. Ach Gottchen, ey. Ach ja, wir haben es gleich geschafft, meine Lieben. Durchhalten. Durchnässt auch noch. Naja, wir sind ja gleich da. Wie wir einfach überhaupt nicht vorankommen, ne? Ich bin aber mal gespannt, was wir jetzt bekommen. Also, für die normale Saufbruderschaft haben wir schon so eine super geile Hose bekommen. Was wir wohl jetzt bekommen? Ein weiterer Willenskraftpunkt wäre schön. Wenn er für uns wählen geht, wäre noch schöner. Ach Gott, ey. So, erstmal aufwärmen. Erstmal aufwärmen und gucken hier, was der Krankheitscounter sagt. So, ach komm. Weil wir so fröhlich sind, zimmern wir uns mal noch einen rein. Jo. Fein, fein, fein. Geht uns sehr gut. Ne, alter Kardinal. Ja, gleich stehe ich über dir im Rang. Gut, wir gucken. Ach ja, und da müssen wir mal gucken wegen unserem Suchtcounter. Dass wir da die Sucht wieder loswerden, irgendwie. Sogar hier drinnen schneit es. Verdammtes Unwetter.
So, Seki, ich hab's geschafft. Ich war die ganze Zeit sturzbesoffen. Ich hab schon gehört. Es gibt hier niemanden, hier unten niemanden, der nicht darüber redet. Sehr schön. Hiermit ernenne ich dich, furchtlosen Held und Dämon des Alkohols, zu einem legendären Saufbruder. Es ist mir so eine Ehre, Seki. Ich danke dir. Ein Saufbrüdermantel. Nice. Jeder neue legendäre Saufbruder kriegt außerdem den Mantel. Trag ihn mit Stolz. Das werde ich, Seki. Danke. So, wir haben 85 Punkte bei ihm. So eine Schande. Ein bisschen brauchen wir noch. Wir brauchen noch 5 Punkte bei ihm. Dann haben wir auch seinen Titel sicher. So, erstmal hier was. Oh, erstmal Tee. Ja, Kombucha hat genau gereicht. Haben wir die perfekte Menge eingekauft. So. Was sagt unser Suchtcounter? Alkoholabhängigkeit, süchtig. Wenn du die Sucht loswerden willst, trink keinen Alkohol mehr und bleib hartnäckig. Ja. Ja, das sollten wir hinkriegen. Das haben wir schon mal geschafft. Bin mal gespannt, wann die Sucht kickt. Gut, wir werden uns jetzt aber erstmal den Mantel anschauen. Alter Falter. Können wir denn 114 Kälteresistenz haben? Geht das denn? Das geht. Das geht, okay. Autorüstung, ich bin wieder dabei. Alter Falter. Wir haben jetzt nur ein bisschen wenig Verteidigung dadurch. Ne, also Kampfausrüstung, Kampfausrüstung. Und Friedrichs Klamotten, die nerven mich irgendwie. Die würde ich gerne irgendwie verkaufen, aber das geht nicht. Alter Schwede. Schaut euch das an, was... Ne, was wir uns hier in den 60 Stunden, was aus uns für ein Prachtkerl geworden ist, ne? Wunderschön, wirklich. Da kommen mir ja gleich die Tränen. So. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Kaffee bechern. So. Ziehen wir uns mal eine durch. Dann gibt es zur Belohnung ein Sandwich. Und ein paar Zitronen oben drauf. So höre ich mich aber nicht an, wenn ich Zitronen esse. So. Verband. Ich schaue gerade nur, dass es uns gut geht, weil wenn die Sucht gleich reinkickt, dann haben wir wieder ein kleines Problem. Ja. Könnte nicht besser sein, meine Lieben. Ja, das Zepter. Tote Tiere ausfindig machen. Dafür brauchen wir größere Taschen. Und der Tag ist gleich vorbei. Ich denke... Ich gehe mal stark davon aus, dass der Sturm gleich aufhört und die neue Season beginnt. Ich hoffe es zumindest sehr. So, hier soll guter Loot sein. Meinte die gute Charlina. Oh ja. Oh ja, in der Tat. Das lohnt sich aber richtig. Ich hätte auch Lust, ein paar Baumaterialien zu kaufen. Und dann die Base auf Vordermann zu bringen. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. So, hier ist noch irgendwo ein Loothaufen. Oder aber auch nicht. Nö, okay. Alles klar, das war's dann wohl. So. Verdammt, ey. Dauernd wird man hier mit diesen Drogen konfrontiert. So. Aber gut. Wir brauchen das Zeug so oder so. Na, komm schon. Alter Schwede. Also der Schrank, der hat ja mal gar keinen Bock. Hätten wir einen Willenskraftpunkt mehr, könnten wir den so aufknacken. Na endlich. So, die Pulle rum, die gönnen wir uns. Die schöne Flasche, die gönnen wir uns. Na komm, die nehmen wir auch mit. Kostet ja nur 2 Moral, ne? Für die Kohle. Für die Kohle machen wir es doch gerne. So. Wunderschön.
Wunderschön. Ja, hier ist Mittel, den machen wir mal so auf. Uiuiui. Pfefferminzlikör und Meth. So was Gutes habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Oh Mann. Ja, wunderbar. Der Sturm, der konnte noch wochenlang weitergehen, ist kein Problem für uns. So, ah, wir sind wieder überladen. Wir müssen unbedingt eine Tasche haben. Nützt nichts. Wir müssen unbedingt eine Tasche haben. Und weil wir mal hier am Feuer stehen, stellen wir mal ein bisschen nützlichen Müll her. Naja, davon geht unser Gewicht auch nicht runter. Aber vielleicht, wenn wir den Stoff verbrauchen. Dietrich, Zigaretten. Oh, die sind aber teuer, die Zigaretten, ne? Ist auch schon so ein bisschen eklig, ne? Ganz kleines bisschen. So. Hochwertige Essensreste. Warum ist das denn so schwierig? Ja, ich glaube, ich cutte euch das mal raus. Ich werde hier ein bisschen craften. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen was hergestellt. Wir haben jetzt 18 mal Munch, 8 mal hochwertigen Munch. Wir haben um die 50 Muntermacher am Start. Und so viel Alkohol, dass wir den ganzen nächsten Monat nichts mehr kaufen müssen. Zu essen eigentlich theoretisch auch nicht. Ja, läuft bestens. Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass wir, dass die Alkoholabhängigkeit reinkickt. Und da interessiert mich jetzt ganz besonders der Alkohol-Counter. Oha, oha. 45 Minuten müssen wir da warten. Ja, da würde ich vorschlagen, das machen wir so wie beim letzten Mal auch. Da bin ich nämlich einfach in das vorgegangen. Da ist es warm. Und in der Nähe von dem Feuer ist so ein Typ, den man ansprechen kann. Und ja, mit dem quatscht ihr einfach und der Counter tickt im Hintergrund weiter. Euer Abhängigkeitscounter geht weiter runter und ihr steht schön im Warmen. Und das finde ich einfach total genial. Deswegen machen wir das mal eben. So, wir versorgen uns mal, weil im Sekundentakt geht hier unsere Gesundheit flöten. So starten wir die neue Season. Alkoholabhängig. Ehrenmann. Snackbar. Mensch, was freue ich mich schon auf die Rucksäcke. Mensch, was freue ich mich schon, das Altmetall zu verkaufen. Und die ganzen Lampen, die wir jetzt nicht verkaufen können wegen diesem scheiß Sturm. So. Im Vor können wir auch gut campieren, da sind wir ja Mitglied mittlerweile. So, lalalala. Wir haben noch einige Papierteile und einige schöne Flaschen für Dr. Schöngeist, die wir auch noch verkaufen können. Oh, Toni, lass mich rein. Super. So, hier stehen wir dann. Wir wärmen uns mal ganz kurz auf. Ja, ihr seht, die Gesundheit, die fällt pervers. Wirklich pervers. So, ein Käffchen oder zwei. Wo haben wir sie denn hier? Oder vier. So, nochmal kurz ein... Ihr wisst schon. Ja. Gut. Der Magen ist voll. Es geht uns toll. Sehr schön. Ja, meine Lieben. Ihr kennt das Spiel. Wo habe ich es denn? Hier haben wir die Abhängigkeiten. 40 Minuten. Ja. Fein, fein. Dann mache ich mal eben den Abwasch. Und wir warten mal eben die Abhängigkeit ab.
Dafür quatschen wir einfach ihn an. Ne, gar nicht wahr. Wir quatschen ihn hier an. Genau. Und ja, dann sehen wir uns in 40 Minuten wieder zurück. Bis dahin, dreht euch nochmal um und holt euch was Schönes zu trinken. Bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben, nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir dann hier mal fertig mit der Alkoholabhängigkeit. Da kam gerade die Meldung rein, dass wir nicht mehr alkoholabhängig sind. Und ja, da sind wir also auch vollkommen von befreit. Und wir schauen jetzt gerade mal. Wir müssen mal zur Toilette. Zur ominösen Toilette ohne Tür. Ja, da fühlt man sich doch direkt wohl. Nee, hier war das nicht. Wo war denn die Toilette nochmal? Nee. Die hatten hier eine Toilette, ich weiß das ganz genau. Ein Apfel und eine Zitrone, als hätten sie gewusst, dass ich komme. So, wollen wir mal eine Runde beten? Das kann man ja mal machen, ne? So ein Bild vom Erlöser, das kriegen wir sowieso fast geschenkt, irgendwie, ne? Sofort die Moral voll, das ist toll. Na, dann haben wir mal eine Alternative zu unseren Heftchen. Mir ist auch noch nie aufgefallen, was hier für komische Zeichen auf diesem Sessel drauf sind. Naja, egal. Ich habe einen Boxsack in meiner Unterkunft aufgestellt. Genau, weil wir ja den Boxsack hergestellt haben. Wirklich? Ich werde mal vorbeikommen und ihn ausprobieren. Eine Belohnung wäre wohl angebracht, oder? War sicher nicht einfach. Ich habe hier noch ein bisschen altes Zeug aus meiner Rebellenphase. Oh. Cool. Ja, Geld wäre mir ehrlich gesagt am liebsten. Ja, nice. 300 Kronen wieder dazu. Ich verstehe. Hier hast du 300 Kronen. Danke nochmal. Ich danke dir auch. So, erzählst du mir etwas über dich? Okay. Können wir hier noch was lernen? Willenskraft erhöhen plus 1. Nice, dann haben wir 6. Wunderbar, ey. Willenskraft erhöht. Ich kenne dich mittlerweile recht gut und dein Wohl liegt mir wirklich am Herzen. Gib niemals auf, verstanden? Niemals. Niemals! Alles klar. So. Wunderbar. Ja, geil. Dann haben wir jetzt auch 6 Willenskraftpunkte. Also ist ja eigentlich ein Träumchen, ne? Dann wollten wir mal gucken nach dem Rucksack. Aber erst einmal natürlich verarzten wir uns. Und wir haben die Toilette immer noch nicht gefunden, sag mal. Das gibt's doch nicht. Mit Mascha haben wir auch schon lange nicht gequatscht. Erzählst du mir was über dich? Okay. Brauchst du Hilfe bei etwas im Moment nicht? Um etwas bitten? Ich habe Hunger. Super, danke. Hast du noch mehr? Danke. So, hier pumpen wir das Essen. Okay, sie hat uns alles beigebracht, was sie weiß, sagte sie. Das ist sehr erfreulich. Grundgütiger, wie verpaddelt kann man denn sein? Die Toilette steht hier hinter. So. Wir werden dann mal eben wieder, ne? Schön. Schön. Stinken tun wir nicht, aber wir könnten mal unsere Wäsche waschen, finde ich. Weil die stinkt doch und bei dem Sturm können wir die eh nicht waschen. Bei der Animation kann ich leider nicht weggehen. Ja, ich könnte ja mal gucken, ob in der Zwischenzeit ein paar Kommentare dazu gekommen sind. Tatsächlich. Und zwar schreibt der Wieland Hörnlein auf Folge 98.
Gibby, ich hab wahrscheinlich Corona, hatte zwei Schnelltests, die positiv waren. Ach du Scheiße, okay mein Lieber, da wünsche ich dir mal alles Gute, wenn du das hier siehst. Gute Besserung auf jeden Fall. Und mach dir keinen Kopf. Also, wenn du relativ gesund bist und nicht so hart mit Vorerkrankungen oder so zu kämpfen hast, dann ja, dann hast du mal 3-4 Tage Schnupfen, eventuell leichtes Fieber und dann ist auch wieder vorbei. Also da brauchst du dir ja keine Sorgen machen. Ich hoffe, zum Zeitpunkt des Videos geht es dir schon wieder ein bisschen besser. So. Bei ihm hier waren wir auch länger nicht gewesen. Ich will mit dir reden. Fortfahren. Danke für die Warnung. Ich habe mit Bruno gesprochen. Unheimlicher Typ. Ja, nicht wahr? Ja, aber wir haben eine Vereinbarung getroffen. Ich bezahle regelmäßig Schutzgeld und er wird mich in Ruhe lassen. Also arbeite ich auch weiterhin. Also arbeite ich jetzt wohl auch für ihn. Ja, willkommen im Club. Wie läuft's mit dem Stehlen? Ich will was lernen. Charismatisch 2. Können wir lernen für 500 Kronen. Charisma-Punkte um 5 erhöhen. Sehr gut. Charismatisch 2 haben wir gelernt. Charismatisch 3. Joa, das gönnen wir uns auch noch. Geilomat, ey. Wie läuft's denn mit dem Stehlen? Ja, so lala, sagt er. Nochmal 3 Vertrauen dazu. Und Stehlen-Punkte. Alter Schwede, es läuft. Es läuft ja sowas von fantastisch hier. Ist ja nicht mehr normal. Gut. Die haben wahrscheinlich auch noch alle zu. Tag 30. Dieser verdammte Sturm, ey. Der macht einen schon so ein bisschen mürbe irgendwie. Gut. Wir könnten mal zu Crazy gehen. Da wollten wir sowieso hin. Und wir müssen immer noch tote Tiere suchen, ne? Ach so, Abschluss der Saison. Oh, ne, okay. Das müssen wir dann zuerst tun. Das müssen wir dann zuerst tun. Ja, Mensch. Meine Lieben. So geht die Season 2 vorbei. Und wir haben 4 Stimmen und wir brauchen 6. Das ist natürlich blöd. Aber gut. Letztes Mal hatten wir nicht eine Stimme. Von daher kann man da schon mal Chapeau sagen. Ja, wo war denn jetzt nochmal dieses Haus, wo die Wahl stattfindet? Hier, ne? Oder auch nicht. Das war aber hier irgendwo in der Nähe. Lange nicht mehr hier gewesen. Ja. Hau ab. Ja, wir werden direkt freundlich begrüßt hier. Der Winter naht. So, ich mach das jetzt eigentlich nur, weil ich wieder Lust habe auf Frühling. So, alle Saufbrüder, Kollegen, alle sind hier. Season 2 überlebt. Aufgaben aktualisiert. Noch immer kein König. Dieses Jahr wurde kein König gewählt. Die Obdachlosen müssen sich früher oder später entscheiden. Andernfalls gerät die Tradition des Königs der Bettler in Vergessenheit. Ja. Da haben sie wohl recht. Hey Herold. Ich würde gerne gekrönt werden. Wie sind meine Chancen? Ja, die Anführer der einzelnen Gruppierungen respektieren und schätzen dich sehr. Es klingt unglaublich, aber du hast eine reale Chance, der nächste König zu werden. Ja, das weiß ich. Ah, nur der König ist würdig. Was bringt denn dieser Thron? Jetzt bin ich neugierig. Ja, hier ist sonst nichts. Wie ihr vielleicht schon geahnt habt. Der Frühling ist zurück. Der Frühling ist mal wieder zurück. Man hört die Vögelchen zwitschern. Hallo? Träumchen, oder? Ja. Ja. Und wir starten mal wieder grandios rein hier. Das ist cool. Gut. Ja, wir wollten zu Crazy gehen. Dobre. Jo. Wegen der Sache mit dem Bahnhof da. Ja. Nicht, dass Ferens gleich komplett angepisst ist auf uns. Mhm. So. Da sind sie wieder, die 400 Kronen. Ich habe schon total vergessen,
wie der Bodenbelag hier aussieht. Ja. Nasser. Jo. Nasser. Naja. Nach mir. Das ist aber ein kaltes Outfit, ey. Uiuiui. So, bei der Polizei waren wir auch lange nicht, ne? Mal zu erfahren, wie es jetzt hier weitergeht mit der Hauptquest. Hajek, Zusammenarbeit. Okay, da fehlt uns Vertrauen für. Hi, ich will ein Verbrechen melden. Und was? Ich hab's vergessen. Wollen Sie mich verarschen? Will ich das? Kvapil, Asservatskammer, okay. Alles klar, hier gibt's für uns nichts. Oh, ne. Das wäre aber ein schlechter Start in die Season. Schaut euch das an, die Bäume haben wieder Blätter. Ist das schön. Gut, wir müssen ein bisschen looten. Sonst kommen wir hier gar nicht voran mit der Quest. Oh, ich habe so viele von den toten Viechern verbrannt, so viele. Und jetzt braucht man die auf einmal. So. Ja, wer hätte das kommen sehen? So. Ja, mittlerweile ist auch Elden Ring rausgekommen. Ich habe mir schon so ein paar Videos angeguckt dazu. Und muss sagen, ich bin tatsächlich auch gehypt. Aber bei mir flaut der Hype so ein bisschen ab. Weil es einfach zu sehr gehypt wird. Wisst ihr, was ich meine? Es sind einfach zu viele Leute und egal, wo du hinguckst, auf YouTube oder so, überall läuft Elden Ring. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich sage, überall kriegst du es hinterhergeworfen, so gesagt. Obwohl ich ja großer Fan bin der Souls-Reihe, ne? Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen bei dem Dark Souls 3 Let's Play. Das war schon eine harte Nummer. So, 89. Gut. 60. Ach, was ist das denn auf dem Boden? Mein Schatten. Die Sonne hat schon so lange nicht geschienen. So. Berechnend klappt auch auf schwierig. Ja, 88 bei schwer sogar, also. Wir können wirklich gar nicht mehr klagen hier. Nimmer. Wird sich eigentlich auch lohnen, nur die schwierigen Leute anzusprechen, ne? So, Kampfausrüstung ist am Start. Nochmal 3 Verteidigungen dazu. Ja, machen wir. Weil es ist total warm, also wir schwitzen uns kaputt hier. Wir sterben gleich, weil wir uns totgeschwitzt haben. Was ist los? Er will mein Geld haben. Und wir geben ihm das Geld. Ach nein. Warum passiert mir das denn immer wieder? Normalerweise ist oben die Option für ich geb's dir und unten ist die Option für nein. Und bei ihm, bei den Schlägertypen, ist das umgekehrt. Und das verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. Hallo? Crazy. Was ist los? Stimmt was nicht? Irgendein Wichser hat uns bei Seki verpfiffen. Er weiß, dass wir es waren, die seine Leute vergiftet haben. Oh, das ist aber gar nicht gut. Wer würde denn so etwas tun? Tja, gute Frage. Was kann Seki denn schon gegen uns ausrichten? Ja, sehr viel. Er hat mir ein Ultimatum gestellt. Wenn ich ihm nicht gebe, was er will, brennt er das Lager hier nieder. Irgendwann in der Nacht, wenn wir es am wenigsten erwarten. Ach, das würde er doch nicht tun. Ja, das hat er schon mal und er wird es wieder tun. Wir wechseln uns beim Bewachen des Lagers ab und sind schon hundemüde. Monty ist kaum noch in der Lage, mit seinen Aufträgen Schritt zu halten. Ja, scheiße, kann ich helfen? Wenn du irgendwo einen legendären Whisky auftreiben könntest, würde mir das Seki vom Hals schaffen. Ich glaube, Seki hat das gefordert, weil er will, dass wir scheitern. Na toll, mal sehen, ob ich so einen legendären Whisky irgendwo herkriege. Ja, viel Erfolg. Ja, machen wir das nicht, müssen wir eigentlich nicht. Weil bei Crazy stehen wir sowieso schon gut da. Wir können nichts mehr lernen bei ihm. Um wen geht es?
schafft einen schlechten Ruf bei einer bestimmten Person aus der Welt. Wollen wir den Ruf beim Baron wiederherstellen? Ich habe wohl Seki ziemlich verärgert. Seki ist wichtiger als der Baron. Ja, ich weiß, aber da kann ich dir leider nicht helfen. Seki und ich sind nicht gerade die besten Freunde. Ach ja. Stimmt, der Boyerbird. Der will ja das Lager niederbrennen. Aber kannst du ein gutes Wort für mich einlegen? Ruf wiederherstellen. Baron, überlass das mir. Ich regel das, danke. Schön, der Baron und wir sind wieder Freunde. Wie geht's dir denn? Schlecht. Nehme ich an. Ja, wir verkaufen mal 100 davon, würde ich sagen. Und hiervon verkaufen wir auch mal 100, würde ich sagen. Boah, Freunde, wir haben 1000 Stück im Lager, das wisst ihr, ne? Wenn wir das alles verkaufen hier, dann hätten wir mal locker 2000 Kronen da, ne? Was lernen können wir nicht. Sachen, die repariert werden müssen, haben wir nicht dabei. Müll tauschen brauchen wir auch nicht. Um etwas bitten. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Super. Klasse. Gut. Weiter geht die Wilde Wutz. Mal schauen. Ja, legendärer Whisky. Den gibt es hier vorne sofort. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Nee. Bei dem alten Susek. Bei dem alten Sausack. Hier müsste es den geben. Ich hätte gerne... Ach, okay. Hier hätten wir auch Cognac bekommen für den Baron. Aber gut. Auf den Baron können wir eigentlich pfeifen. Eigentlich. Wo wir uns jetzt schon wieder so bei ihm eingeschleimt haben. So. So, die schweren Leute ausnehmen. Das ist unser Ding. Gut. Und eine Schachtel Antibiotikum. Ich glaube, wir haben... das Spiel ist broken. Wir haben das, das Spiel gecrackt. Schaut euch das mal an. Ja. So viel Zeug kriege ich hinterher geschmissen. Das ist nicht mehr normal. So, im Outlet wollten wir natürlich auch mal wieder vorbeischauen. Nichts Interessantes für uns. Hat er eine Bikerjacke? Ne, das ist Kunstleder. Egal, wir wollten sowieso zu Shrug und mal fragen. Ah, okay. Da ist unser nächstes Opfer. Der kriegt jetzt aber wirklich was aus dem Maul. Nicht, dass wir ihm aus Versehen wieder unser Geld geben. Was ist denn? Gib mir eine Kippe. Ich habe keine. Okay, angreifen, unerwartet zuschlagen. 12 und 13? Sag mal, kämpfen wir hier mit unserer Faust oder was? 11, 16 ist auch nicht die Welt. Wo ist denn der Klappspatenangriff? Da war er. Schön. Schön. Klappspaten, heute hast du mich enttäuscht. Lieber Klappspaten, heute hast du mich enttäuscht. Werde ich mir in den Kalender schreiben. Egal, wir haben unser Geld wieder. Genau, wir wollten zu Shrug. Mal gucken, ob der vielleicht auch neue Biker-Sachen im Angebot hat. Das wäre sehr, sehr gut. So, hallo. Wegen dem Fass, wegen den Reifen handeln. Ui, eine protzige Jacke. So eine hatten wir schon einmal, ich erinnere mich. Nee. Sonntagshose, Cargo, hohe Stiefel. Wir haben mittlerweile so viel Charisma, dass wir da problemlos so vorbeilaufen können. So, hier nochmal im Looten. Dass die einmal aber auch nicht mal so einen Tipp geben, wo finde ich denn tote Tiere? Das wäre nett. Wir können auch mal im Restaurant gucken.
Alter, wie viele stehen denn hier? So, drei Willenskraft. Ja komm, gönnen wir uns mal. Machen wir die Leiste mal voll. So, Klappspaten, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Was ist denn? Ich habe keine Kippe für dich. So, jetzt aber unerwartet zuschlagen. Ein 13er. Noch ein 13er. Nochmal unerwartet zuschlagen. Wir können das zweimal machen. Jetzt ist er komplett overpowered. Und nochmal. Und er ist kaputt. Ja. Das ist ja mal gut gelaufen, meine Lieben. Truhe. Lagertruhe, Lagertruhe, Lagertruhe. Wenn mich nicht alles täuscht, kriegen wir eine Lagertruhe im Antiquitätengeschäft. Also das bei der Kirche. Wenn mich nicht alles täuscht, haben die da so eine antike Truhe. So. Ja, für 1000 Kronen sollten wir da eigentlich was bekommen. Eigentlich. Also ich schleime mich nur bei ihm ein, weil ich die Fähigkeit Troll haben will. Also sobald wir die Fähigkeit haben, lasse ich den auch links liegen. Weil seine Quests sind belastend. Gut. Sehr, sehr gut. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was die Rucksäcke kosten, ne? Wir wollen ja hier komplett OP werden. So, nochmal ganz kurz eben hier vorbeigeschaut. Anno? Jo, 1200 für die Lagertruhe. Oh, hallo, okay. Hast du Geld für mich? Mhm, ja. Jo. So, 90 Kronen, die haben wir schnell zusammen. Okay. Die eine hatte gerade gar keine Lust mit uns zu reden. So. Kleinvieh macht auch Mist. Wir scheren die einfach schon so über den Kamm. Die Passanten, das ist nicht mehr normal. So, gemütlicher Plausch auf der Hauptgeschäftsstraße. Und wieder eine Pulle rum, ist ja nicht normal. Ist ja echt nicht mehr normal. So, die Lagertruhe besorgen wir. Für den König der Affen. So, einmal die Lagertruhe bitte, jawohl. So. Höchstwahrscheinlich hätten wir die bei Anatoli für 30 Kronen bekommen, aber ihr kennt mich, sowas vergesse ich. Das fällt mir immer erst ein, wenn ich es falsch gemacht habe. Ich nie. Gut. Und wieder zurück. Und dann gucken wir mal, wie viel Kohle wir für Troll brauchen. So, die schweren sind mittlerweile auch zu knacken. Ist einfach reines Glücksspiel. So, da haben wir wieder 150. Geht es uns gut? Es geht uns wunderbar. So, Willenskraft, falls hier wieder so ein Typ steht gleich. So, da wären wir wieder. Alter, seine Quests, die sind einfach die Hölle wegen der Truhe. Ich konnte eine Truhe auftreiben. Wer ist... Ja, hier hast du die Truhe. Viel Spaß damit. So, etwas lernen, Troll. 300 Kronen für Troll. Das ist geschenkt. Das ist ja komplett geschenkt. Wir gehen mal eben ganz schnell die Kronen hier farmen. Wo kam ich denn jetzt her? Ich kam doch von hier, oder? Ja. Tatsache. So, nochmal ein paar Passanten belästigen. Ich brauche das Geld. Ach, ich weiß, woran es liegt. Ne? So. Die Saufbrüder-Sachen abgelegt. Nun schwer, das ist gut. Den müssen wir knacken. Oder
Er mochte uns einfach nicht. Der mochte uns einfach nicht. Oh ja, der Bedeckt so. So, Mittel. Jo. Da haben wir die Fähigkeit auch fast. Geht es da? 40 noch. Nech mě. Zájem. Co chceš? Ja. So. Die knacken wir auch schnell. Ja. So. Und Geld kommt. Alles klar. So, das hätten wir. Ja, da habe ich jetzt eine Ewigkeit drauf gewartet. Hätte es auch nicht erwartet, dass wir jetzt in der Folge, Sonderfolge, Troll noch bekommen. Etwas lernen, Troll. Ja. Super. Na endlich. Jetzt sind wir genauso dreist und kackenfrech wie er. Schön, das freut mich. Troll. Witze und Lachen halten dich bei Laune. Wen stört es, wenn du manchmal auf Kosten anderer lachst? Erweitert die Dialogoptionen. Das ist aber schön. Boah, ich dachte gerade, da wären Schläger. Wo können wir das denn jetzt mal testen? So, Küchenabfälle. Meiner Logik nach Paradies für tote Tiere. So. Troll, Troll, Troll. Am liebsten würde ich die Frau vom Arbeitsamt trollen. So. Dankeschön. Ja. Ich hab's ihm angesehen. Ach, sag bloß. Wir können unsere Moral erhöhen, wenn wir uns über die Leute lustig machen. Das ist aber witzig. So, hier haben wir 100. Wir haben auch noch so viele Sachen zu verkaufen, fällt mir gerade mal so ein. Okay, 24 Kronen für den schäbigen Flaschenöffner. Ein genauer Blick auf sie reicht, um zu wissen, warum ihre Frau in fremden Gewässern fischt. Das ist aber gemein, ey. Alter Schwede. Ja. Also die Moralprobleme, die sind auch komplett gegessen, möchte ich behaupten. Es ist einfach wunderbar. Oh ja, den Staubsauger an eine mittlere Person veräußern. Für 144, da sag ich doch nicht nein, ne? Da sag ich doch nicht nein. Ne. Die verkaufen wir lieber an Leute mittleren Standards. So wie den werten Herren hier. So nämlich. Ja? Da sehe ich schon unseren neuen Rucksack in der Ferne. So. Andererseits könnten wir natürlich auch Baumaterialien kaufen. Für unsere Base. Ja, er gönnt auch so, ohne dass wir ihm was verkaufen, das ist sehr nett. Boah, wir nehmen die Leute hier auseinander, wir nehmen die Leute hier auseinander. Second Hand. Eine Wassermelone? Interessant, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Hier kriegen wir Gurken, das ist aber schön. Krass. Okay. Nice to know. Ich hab's schon wieder vergessen gehabt, dass hier ein Gemüsehändler war.
Gucken wir. Anno? Ja. So. Oh. Jetzt habe ich einfach die Frau getrollt. Nein, ja. Auch nicht schlecht. Die Fähigkeit gefällt mir. Verkaufen, ja. Hier, nimm den Flaschenöffner, Mensch. Nee, das. Ja. Für 20 kannst du doch nichts sagen. Boah, man muss sich jetzt echt konzentrieren mit den ganzen Dialogoptionen. So, die Lampe, aha. So. Da haben wir schon fast wieder 1000. Unglaublich. Ja. Ja, den billigen Schmuck. Alter Schwede. Alter Schwede. Keine 5 Minuten. Keine 5 Minuten. Und wir haben so viel Kohle wieder. Den Rucksack, den gab es doch bei Frau... Wie hießen die nochmal? Spurner? Spurner. Jawohl. Für 800 Kronen. Da kannst du ja nichts sagen, ne? Da kann man ja gar nichts sagen eigentlich. Ja. Nix wie her damit. Und dann hätte ich noch gerne... Ne, Bretter brauchen wir gar nicht. Viel zu warm. Viel zu warm alles hier. So, 70. Unsere alte Tasche hatte 50. Gut. Ach, okay. Wenn wir den Mantel hier anhaben, können wir auch viel mehr tragen. Plus 50. Was wir eigentlich auch mal tun sollten, aber die Sachen, die stinken alle so. Ich zieh mal hier die stinkenden Klamotten an, um die waschen zu lassen. Dobri denn. Ja, wenn wir uns schon schlagen, dann wollen wir wenigstens gut riechen. Ich habe gerade nur 40 Kronen, tut mir leid. So. Hat das geklappt jetzt? Ja, hat geklappt. Ja, super, jetzt müssen wir aufpassen. Wir nehmen den Mantel, ja, die Hose, Armeestiefel und den Schal. So, das ist jetzt unser Outfit, mit dem wir locker auf 100 Kälteresistenz kommen. Charisma 39, wunderbar eigentlich. Ja, meine Lieben, da ist der Frühling wieder. Um der König zu werden, fehlen uns noch 2 Stimmen. Wir haben es diese Saison leider nicht geschafft, aber das war abzusehen, weil... Ja, die Quests, die sind teilweise so umfangreich, sag ich mal. Da ist man schon gut lange mit beschäftigt. Und ja. Wo ist denn eigentlich? Da ist sie. So, wir hauen uns eine Wassermelone rein. Saftig, fruchtig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Dass die Folge ein bisschen länger war. Kleines Special zur 100. Folge Hobo Tough Life. Wir haben die Fähigkeit Troll bekommen. Wir sind jetzt ein legendärer Saufbruder. Wir haben fast Säckis Stimme. Jetzt bin ich gerade selber irgendwie im Zweifeln. Haben wir die Stimme nicht schon? Nee, die Stimme von Säcki brauchen wir noch. Ne, Säcki, der alte Sackboy. Ja, für die Saufbrüder müssen wir das Zepter besorgen. Daran hapert es gerade dann. Für die Quest kriegen wir bestimmt die fehlenden Punkte, die wir bräuchten. Und ja, genau. Des Weiteren, Ferens, ne? Versuchen wir uns auch weiter einzuschleimen. Und ja, lasst mir gerne mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr neu seid, auch gerne ein Abo. Und das Ziel ist eigentlich schon in greifbarer Nähe. Ne? Also bleibt spannend. Bleibt dran, meine Lieben. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Macht euch eine schöne Zeit. Habt keinen Stress. Und... ja, bis dahin. Ciao.